Wir sehen jetzt einen UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Bei ihm muss man natürlich immer wieder mit grandiosen Strikes rechnen. Ja, er hat schon so oft gezeigt, was für ein fantastischer Striker er ist. Ich bin mal gespannt, ob er seine Taktik auch heute in diesem Kampf umsetzen kann. So, YouTube. Wir reden hier gerade über mich, Alter. Ich bin der absolute Striker hier. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge UFC 4. Bam. Es kann losgehen, Alter. Ich bin top motiviert, hab voll viel trainiert, hab das Spiel studiert. Ich dürfte eigentlich jetzt nichts in die Hose gehen. Ich weiß nicht. Ich habe ja noch eine Karriere, ne? Die Hauptkarriere, sagen wir so. Die habe ich einmal aufgenommen. Die Aufnahme war aber verkackt. Deshalb habe ich diese neu anfangen müssen. Wenn er seinen Gegner einmal am Boden hat, ist der Kampf in den meisten Fällen gelaufen. Scheiße. Er ist ein absoluter Submission-Experte. Ist in der Lage, jeden seiner Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Das ist... Richtig. Viele Kämpfer lassen sich ja nur ungern auf einen Kampfstil beschränken. Aber sein Jiu-Jitsu ist einfach das, was er mit Abstand am besten beherrscht. Und ich denke, das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn du auf einem Gebiet ein absoluter Vollprofi bist. Ich bin mir sicher, dass er versuchen wird, den Kampf irgendwie auf den Boden zu verlagern und seine Passing-Fähigkeiten einzusetzen. Fuck, okay. Mit seiner Technik und seiner Athletik hat er dann ganz klare Vorteile. Es ist schon beängstigend, wie blitzschnell der auf dem Boden die Position wechseln kann. Lass mich jetzt reden, okay? Das wäre echt kacke, wenn der mich jetzt auf den Boden drückt. Weil im Boden bin ich echt eine Lachnummer, eine Nullnummer. Sieh mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Halbschwergewichtskampf geht. Komm. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Und was die Größe und die Reichweite angeht, beide mit der gleichen Größe, aber doch einigen Unterschieden in puncto Reichweite. Ja. Und hier ist erneut die Stimme des Octagon, Bruce Buffer. Brucey Bruce. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 5 wins, no losses. He stands 6'1" tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Vienna, Austria, Hercules. Hercules. Ah, Gott, am Boden könnte ich echt Probleme kriegen. This man is a jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 26 wins, 9 losses, and 1 no contest. He stands 6'1" tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Ronaldo Jacare Souza. And when the action begins, the referee in charge, Herb Dean. Und da sehen wir Herb Dean, den Referee in diesem Kampf. Weiß gar nicht, was ich aktiviert habe alles. Ich nehme mal das hier. Ah, okay, ein Blödsinn irgendwie. So, mal schauen, ob er mir den Respekt fast gibt. Ja, geil, Alter, der ist gut. Eine klasse Leistung und daran möchte er jetzt gerne auch heute wieder anknüpfen. Kacke ist nur, ich hab die Steuerung von der ersten Karriere im Kopf, weißt du? Also die Schläge und so, alles, was ich gelernt habe. Oh. Grandiose Vorstellung von ihm. Was ist jetzt? Kein leichter Gegner, mit dem er es heute zu tun hat. Schauen wir uns nur mal die Ranglisten an. Das wird ein harter Brocken. Steh doch auf jetzt, ich lasse doch. Was ist los? Steh auf jetzt. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Fuck, ich versau's mir gerade selber. Was kriecht er mir hinterher? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ? Ich gehe nicht mit ihm auf den Boden. Der Typ ist am Boden. Ja, genau. Der Ringrichter lässt ihn wieder aufstehen. Ja, naja, bitte, der bleibt ja den ganzen Tag liegen. Hast du das Blutspritzen gesehen? Au. Oh. Er will mich runterhauen. Er will in den Clinch oder so. Seine Rechte findet hier ihr Ziel. Ah, die tat sicher weh. Muss echt Acht geben, Alter. Ich habe einen ganz anderen Kampfstil drauf. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Also, andere, nicht Kampfstil, aber andere Schläge. Und die habe ich voll noch im Kopf, weißt du? Kommt nicht an. Weil ich ja meine Karriere habe. Da bin ich übrigens doppelter Champion in Halbschwergewicht und Schwergewicht und ungeschlagen dabei. Also noch keine einzige Niederlage. Von, ich glaube,
34 Kämpfen. Noch keine einzige Niederlage. Scheiße, er blockt gut. Mehr Körper vielleicht. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Oh, ein übler Kick zum Kopf. Wie kann sein Gegner da immer noch stehen? Ja, das ist die Frage, Alter. Wenn der Kopf mal im Arsch ist, dann ist vorbei mit ihm. Und sie gehen auseinander. Nee, natürlich in den Clinch mit ihm möchte ich. Oh, dammit, da habe ich zu früh die Deckung runterlassen. Sauberer Kick. Die gerade jetzt zum Körper. Er bringt hier den Kick zum Körper. Aber das Timing. Nein. Oh, dammit, okay, jetzt haben wir den Arsch. Jetzt haben wir den Arsch. Endlich, Nein. Konnte seinen Gegner aber nie auf den Boden kriegen. Jetzt hat er es endlich geschafft. Das könnte echt kritisch werden. Am Boden bin ich voll ein Loser. Steh doch auf! Hör auf jetzt da! Lass mich aufstehen! Er schafft es, sich aufzuregen. Nein, schafft er nicht! Mach doch! Ja, jetzt da, oder? Noch 30 Sekunden. 30 Sekunden noch. Ah, da setzt er den Griff an. Kriegt er nicht hin, er ist einfach scheiße in Sub, in Takedown-Dreck, Submission. Hab mich befreit. Ich hab kaum noch Ausdauer, komm, ja. Die erste Runde ist zu Ende. Sein Cut an der Nase macht ihm natürlich Sorgen. Wow, das ist kritisch gewesen, auch wenn ich einmal am Boden bin. Um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Hier der Knockdown in einer anderen. Schaut auf das. Das ist echt kritisch. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Ha, er legt schon los. Er trifft mit der rechten. Und jetzt Take. Nein, scheiß drauf, ja, ich bin sicher kein Take. Aber verpiss dich. Zu sehen bekommen. Und das war ja fast nicht anders zu erwarten. Frühen Kampf geht er hier in den Clinch. Braucht nicht in den Clinch gehen. Geh weg jetzt. Je früher du hier in den Clinch gehst, desto länger dauert der Kampf, desto müder wird auch dein Gegner. Klasse Punch. Ich hau zu viel Ausdauer, ich verbrauch zu viel Ausdauer. Ich hab gar nichts gesehen, wie viele Wirkungstreffer habe ich gehabt? Oh, heftiger Hack zum Kopf, aber daneben. Hey, irgendwie ist. Ach, ich weiß nicht. Oh, nein. Oh, fuck, ich werde den Kampf sowas von verlieren. Schöne Positionswechsel hier am Boden, sehr präzise Technik. Ja, das ist echt. Wir kacken jetzt. Lass mich aufstehen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh no. Sousa sucht nach einer Chance zur Arm Triangle. Nein. Scheiße, der Typ ist zu brutal. Oh, ich muss meine andere Karriere spielen. Da wird sehen, wie ich den wegmache. Ah, nicht schlecht, wie er sich da aus der Arm Triangle befreit. Ich kann nichts drücken, was ist denn los hier? Er wechselt hier sehr flüssig die Positionen am Boden. Man sieht hier seine Hervor. Ich habe keine Ausdauer. Vielleicht mag er ja aufstehen. Jetzt wechselt er in die Fullguard. Fuck! Wenn der mit mir da unten kuschelt, dann habe ich Probleme, Alter. Jetzt kommen beide wieder hoch. Ich habe keine Ausdauer. Schau dann an, wie meiner herumhustelt da irgendwie. Keine Ahnung. Halt ich auf ihm drauf! Na komm! Na okay, vielleicht doch nicht. Lass uns zurückgehen. Wenn du mit ihm am Boden liegst, Arschkarte irgendwie. Ja, er kommt wieder hoch. Ja, da kann er einige Schläge zum Kopf setzen. Ja, wirklich eine exzellente Kombination. Aber jetzt. Ende, das war's. Hau zu, ich kann nicht zuhören. Er kommt nochmal zurück, aber er sieht schwer angeschlagen aus. Ja, starke Rechte. So. Und da sind beide wieder. Oh, dammit. No. Oh, werde ich doch. Was ist das für ein Typ? Jetzt zucke ich aber aus. Er ist grindig, Alter. Das ist so grindig, mit ihm am Boden herumkuscheln. Sousa ist in der Full Mount. Fuck. Er wird eine Armbar versuchen. Der macht mich fertig. Er macht mich so fertig, Alter. Ich habe nur eine Chance, dass ich den jetzt noch K.O. habe. Das kann es ja echt nicht sein. Ich muss meine andere Karriere spielen wieder. Wow. Hey, was ist denn jetzt? Küss mich doch endlich. Du willst es doch auch.
Nicht so laut, YouTube, ich hoffe nicht. Ich habe ein anderes Mikrofon angestöpselt. Wenn ich mit der PS4 zocke, immer ein anderes Mikrofon. Sehen wir uns ein paar Wiederholungen aus dieser Runde an. So, pass auf. Jetzt muss ich nur ein paar gezielte Treffer landen und der Typ liegt. Ich tue mir echt schwer. Und dieser Titelkampf geht in die dritte Runde. Ich tue mir aktuell echt schwer. Treffer, da kommt der Punch. Also, ich lege mich da mal fest. Jacare Souza ist einfach einer der besten Boxer in der UFC. Punkt. Er verteidigt hier seinen Kopf sehr gut. Ja, komm, jetzt gibt nein oder vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht, Alter. In eine andere Position zu wechseln, aber ohne Erfolg. Kaum noch Ausdauer, Alter. Gut aufpasst und das verhindert. Der Ringrichter greift ein und lässt ihn wieder hochkommen. Was ist das für ein Typ? Der bleibt dann dauernd liegen, oder? Das gibt's doch nicht. Hat's denn mit die Knie? Fick die. Ja, geh weg. Oh, scheiße. Da habe ich die Deckung fallen lassen. Das ist blöd. Die Boxing wäre jetzt eine Option oder eben der Takedown. Ah, wie vermutlich viele bereits erwartet haben, geht er hier früh im Kampf in den Klick. Früh? Was labert denn der Kommentator da für ein Shit? Er will seinem Gegner hier den Wind aus den Segeln nehmen. Ich bin voll gearscht, schaut da meine Ausdauer an. Ich kämpfe komplett falsch. Ich hau zu oft daneben. Sauberer Kick zum Körper von Souza. Souza bringt hier den Kick zum Körper. Das ist sein Ende jetzt, Alter. Einfach draufhauen, das war's. Nein! Mit letzter Kraft, so scheint es, landet er den Treffer. Mit letzter Kraft. Ich kann nicht mehr. Mein Charakter ist so gearscht. Er bleibt andauernd liegen. Er will, dass ich mich zu ihm lege. Weißt du? Er ist ein Freund des Kuschelns. Schon wieder, Alter. Ich bin so gearscht, wenn ich unten liege. Nein, das kriegst du nicht. Kannst du knicken, Alter. Ich werde das sowas von mich da rauswursteln. Es ist so ein schwerer Kampf für mich, es ist extrem. Ich habe meinen Typen komplett scheiße trainiert. Hör auf, sich zum Schlagen, das ist echt nicht nett. Jetzt hätte ich links eine Prellung, oder was? Starker Bodenkampf hier von ihm. Schöne Positionswechsel. Ich halt. Nein, ich halt doch nicht. Scheiße, ich habe genauso eine Nudel im Gesicht. Was soll denn das? Ja, er muss mich aufstehen lassen. Lass mich aufstehen. Aber ich krieg echt viele Punkte, wenn der Kampf rum ist. Aber ich möchte nicht verlieren. Oh, oh. Ja, gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Kopf ab. Ich kann einfach nicht mehr. Mein Typ ist so im Arsch. Noch 30 Sekunden. Komm, das war's aber jetzt. Das war's. Der Typ blasen wir die Lichter aus. Scheiße, Alter. Ich habe gar keine Chance. Wenn der unten liegt, der ist totaler Ängst unten. Ich gab keine vorzeitige Entscheidung, also liegt es jetzt bei den Kampfrichtern. Das war ein Hardcore-Kampf. Ich war urscheiße. Einen klaren Sieger gibt es hier noch nicht in diesem Kampf. Aber es zeichnet sich aus meiner Sicht natürlich schon ab, wie die Kampfrichter das hier bewerten können. Ja, gib mal. Denn die Takedown-Defense, ja, die war heute überragend. Und ich glaube, genau die wird ihm hier auch den Sieg sichern. Setzt den Treffer und ja, das ist ein schöner Niederschlag. Fuck. Ich muss... Die Kampfrichter haben sich festgelegt. Hier kommt Bruce Buffer mit der Entscheidung. Ich glaube ich, oder? Scheiß auf Rematch, Alter. Lass durchziehen. Ja! Aber das war echt ein böser, böser Kampf. Das war ein richtig böser Kampf. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr am Übersteuern. Nur einen Sieger verdient. Ja, einstimmige Entscheidung. 36 Punkte. Und die ist absolut nachvollziehbar. Er hat alles rausgehauen und war hier der dominantere Kämpfer. Ich habe so schlecht kämpft. Also schlecht habe ich noch nie kämpft. Ich kann euch ja mal irgendwann mal zeigen, meine andere Karriere, da bin ich schon echt weit. 33 Kämpfe oder so habe ich und ungeschlagen. Ungelogen, ungeschlagen. Das war echt fieser Kampf. Ich muss mehr blocken. Ich ja definitiv. Ich muss auch mehr lernen, das am Boden herumkrabbeln. Ich bin einfach zu schlecht drin.
Azog auf Planänderung für diesen Kampf. Volker Hahn hat sich verletzt und ist draußen. Wir haben mit Nikita irgendwas einen Ersatz für dich organisiert, falls du den Termin trotzdem wahrnehmen willst. Natürlich, Boss, ich hab Bock auf den. Ja, der Typ hat sich verletzt, sagt er nur, aber der Schiss kriegt er, weil er gesehen hat, wie ich trainiert habe. Ich habe das nämlich gestreamt. Das ist es nämlich. So ist es nämlich. Okay, passt. Passt schon. Wenn der Typ nicht kommen will. Er sagt zwar, er hätte sich verletzt. Habe ich jetzt neue? Ja, ist wieder hier. Einige beliebige Angriffe machen wir jetzt da. Ziehen wir durch, dass ich noch vielleicht ein paar Punkte mache, damit ich meinen Typen jetzt noch ein bisschen hardcore-mäßig raushauen kann. Alles okay? Für deine ist auf dem Körper, oder? Nein. Gute Kombo, Junge. So, das habe ich neu gelernt. Warte, pass auf, ich zeig's euch. Back, ich bin verletzt. Na super. Oh no. So, das muss man unbedingt leveln. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh Gott, Alter, ich bin so verletzt schon. Ich muss Acht geben, ich bin sonst übertrainiert. Ha, daneben. Weil ich einfach geil ausgewichen bin. So. Spitzenmäßige Kombo. Super. So, den haben wir jetzt einfach K.O. Lang geht's nicht mehr. Ich muss den Kick jetzt öfters machen, damit ich den auch aufs Maximum knüppel irgendwie. Ne? Oh, scheiße. Oh, aber wie schnell ich Ausdauer verliere, weil ich einfach kacke kämpfe mit den Typen. Das ist nämlich das Problem, weil bei meinem anderen Charakter darf ich so kacke kämpfen, weil er einfach eine Maschine ist. Weißt du, der ist einfach eine Kampfsportmaschine. Deshalb darf ich mit den anderen Typen so kacke kämpfen. Oft daneben hauen, weil ich Ausdauer und alles schon auf Maximum habe, weil er einfach brutal ist. Aber seine Langlebigkeit ist schon ziemlich bedient. Da müsste ich echt mehr drauf achten. Das habe ich eben nicht so getan. Ich hau gern einfach blind drauf los. Ja, da passiert halt sowas. So, jetzt müssen wir schauen, wo sind jetzt meine Schwächen? Also was wird mir hier abgezogen? Hier irgendwo was? Nein, hier nicht. Nee, das ist natürlich die Gesundheit hier, Körperstärke. Ich muss auch mehr einstecken können. Ich halte ein bisschen was auf die Ausdauer. Und... oh nee, warte mal. Ich habe noch 17 Punkte. Die muss man noch raushauen. Da haben wir noch was blocken zum Beispiel. Na, ist kacke. Was haben wir hier? Das geht nicht mehr. Takedown-Verteidigung ist auch nicht mehr. Ich hätte gesagt auf blocken. Haben wir den Track noch auf Blocken. Jetzt haben wir nur noch einen Punkt. Ich könnte noch ein Training absolvieren. Das verursache Schaden durch Punches. Das machen wir jetzt auch noch. Dann kriegen wir wieder ein paar Punkte. Gib alles, okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Scheiße, ich muss mich doch zurückhalten. Die Kombo war super. Nicht, dass ich übertrainiert bin. Darauf habe ich natürlich nicht geachtet. So. Nur nochmal so einen Kick machen. Ah, jetzt bin ich schon übertrainiert. Ja, jetzt bin ich die ultimative Kampfmaschine. Okay, ich muss aufhören. Nein, ich mache gar nichts mehr. Vergiss es. Ich gehe nur noch weg. Selbst wenn ich nichts mache, nur wenn ich hier stehe, kriege ich da noch was dazu, oder? Nur weil ich den Block gedrückt habe. Ja. Aktiver. Du musst aktiver sein. Ah, es ist zu hardcore, als ich jetzt drauf bin, meine Form, meine Fitness. Das ist auch verkehrt. Ah, scheiß drauf, jetzt bin ich ja schon drüber, oder? Mann! Scheiße, ich bin enorm übertrainiert, ich muss das beenden. Was passiert dann, wenn ich so übertrainiert bin? Anfällig für Verletzungen verschandelt, ne? Das hast du gut gemacht. So will ich das sehen von dir. Fuck, Alter, man kann doch nicht so übertrainiert in den Kampf. Ich versaue mein Leben gerade eben hier. Übertrainiert, das ist echt kacke. Steht da irgendwie so... Ich kann mir das gar nicht anschauen.
Was steht hier? Übertrainiert. Deine Fitness bestimmt, wie viel schnell deine Ausdauer im Kampf ab. Oh, je näher du den perfekten Fitness bist, desto weniger anfällig bist du für Verletzungen. Okay. Scheiße. Also ich bin verdammt anfällig jetzt für Verletzungen. Muss ich echt Acht geben jetzt bei dem Kampf. Habe ich es mir ein bisschen versaut jetzt. Habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Und mit 9 Punkten reiße ich da jetzt nichts raus. Ganz ehrlich. Jetzt simulieren wir eine Woche. Hoffentlich geht das ein bisschen retour. Nee, gar nicht, Alter. Das ist echt... Oh, no, Alter. Das ist echt kacke jetzt. Jetzt wird's echt kritisch. Der letzte Kampf war schon hardcore. Wir sehen jetzt einen UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Fuck. Jetzt gehe ich übertrainiert in den Kampf. Also eins sage ich dir, wenn der Kampf gleich sehr Kickbox-lastig sein sollte, wird er hier vermutlich nicht verlieren. Dieser Kämpfer zählt definitiv zu den besten Kickboxern in dieser Gewichtsklasse. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Er besitzt alles, was es braucht. Er kann einiges einstecken, teilt dafür aber auch richtig hart aus. Knees, Leg Kicks, er hat einfach alles drauf. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Kampf entwickeln wird, denn dieser Kämpfer ragt natürlich durch seine exzellenten Blockfähigkeiten heraus. Das kann für Gegner absolut frustrierend und entnervend sein, wenn man alles versucht und einfach nicht durchkommt. Ja gut, der andere Typ interessiert mich nicht, nur ich bin wichtig. Aha. So, Respekt fast. Na. Ist schon eine tolle Serie. Vielleicht kann er die ja heute fortführen. Nein, na Scheiße. Da bekommt sein Gegner hier seine Rechte zu spüren. Ich denke, er hätte gern darauf verzichtet. Neuer Kick. Starker Kick zum Kopf. Er ist angeschlagen. Starker Haken. Gute Treffen. Oh, war's das mit ihm? Sind wir bereit schon? Oh, no, no, no. Er steht noch gar nicht, okay? Jetzt stehen wir. Alter, ich bin der übelste Brocken, pass auf. Dieser Fight wird ihn wohl vor einige Probleme stellen. Er blockt nur Kopf. Ah, scheiße, ich habe zu kurze Arme. Da ist der Treffer zum Körper. Schöner Kick. Ein schöner Schlag von ihm. Ja, der hat gut getroffen. Ach, oh, alles gut, alles gut, alles gut. Bin nur ausgerutscht. Gesessen, erstaunlich, dass er immer noch steht. Kurz umgenickt, knickt. Kick zum Kopf. Nichts passiert. Block gut, hä? Huh? Ah, ich muss Acht geben. Block da wieder gut. Mal ein bisschen auf den Körper gehen. Oh, guter Kick zum Körper. Ja, jetzt blockt dein Körper, jetzt können wir ein bisschen raushauen. Sehr gut, diese Kombination. Was geht ab? Bist du überhaupt kein Respekt? Ich habe keinen Respekt, mein Freund. Klasse Treffer mit dem rechten Fuß. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Ah, ich knick schon wieder um. Alles cool, nichts passiert. Das ist, weil er mir meine Achillesferse da ein bisschen antitscht. Machst du was oder tust du nur so als ob? Ja, tut nur so. Wow, was für ein Block. Geh weg. Ich habe zwar gesagt, in der ersten Runde hau ich dich um, aber du bist mal ein bisschen zu ruhig. Du müsstest ein bisschen aggressiver vorgehen. Punch hier von ihm. Exzellent gemacht. Exzellent, Alter. Hätte er mir gesagt. Ah, ja, das war schön. Haben wir sich drauf auf ihn, oder? Kick zum Kopf. Da zeigt er eine herrliche Kombination im Bodenkampf. Im Ground and Pound zählt er wirklich zu den Besten der Welt. Kann ich nicht überschreiten. Ich bin verletzt. Oder? Um sich den Freiraum zu schaffen, den er benötigt. Ja, komm, jetzt sei nicht so. Oh, das war ein Was war's? Da ist es vorbei. Easy. Das war überragend, wie er diesen Kampf beendet hat. So ein K.O.-Treffer muss man erstmal landen. Also der erste Kampf war für mich eine Herausforderung, weil das am Boden herumkuscheln, das kann ich überhaupt nicht. Da habe ich auch den Nerv nicht für, ehrlich gesagt.
Aber so wild drauf losboxen, das ist voll mein Ding. Hier ist der Sieger dieses heutigen Fights. Und was war das am Ende für ein toller K.O.? Der war schon geil, oder? Knockout! Hercules! Ja, hier sehen wir ihn, den Mann des Abends, meine Damen und Herren. Aber sag mal, was war denn das für ein toller Knockout? Ja, Respekt, und mit dem holt er sich auch vollkommen verdient den Sieg. Geil, okay, verletzt war ich gar nicht. Was war denn das dann für ein Ding? War doch gerade irgend so ein Special-Ding. Weil ich ihn so gut fertig gemacht habe? War das das, der Grund vielleicht? Das könnte sein. Bam, hast du gesehen? Dumm, weg. Ich sagte, ich werde mit dem Boy auch noch so richtig abgehen wie bei meiner ersten Karriere. Weißt du, ich werde der übelste Champion. Meine erste Karriere ist noch nicht durch. Ich würde es auch gerne mal zeigen. Nur mal so Statistik. Das ist klar, was ich meine, oder? So, holen wir sich einen neuen Vertrag mal. Okay, dann, was haben wir denn hier? Kämpfe einen aktuellen Vertrag. Erster Hauptkampf, keine Ahnung. Schalten Sie 10 Aufnahmen. Schließen Sie 3 Kämpfe auf Halbstufe im Mittel ab. Ich glaube, das kriege ich noch gar nicht hin. Top Fitness, das müsste ich hinkriegen. Also wenn ich aufpasse. So. So, Siege in Folge 7 von 17. Ja, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall will ich euch jetzt da kurz, weil jetzt gibt es da nichts mehr weiter, das Video ist dann zu Ende. Ich möchte euch nur kurz mal meinen anderen Typen zeigen, falls ihr mich interessiert. Hat voll die Ähnlichkeit mit den Typen jetzt. So viel cooler. Den möchte ich euch kurz zeigen, das hier. Ja. Ultimativer Boy. Der Ultimative ist das. Absoluter Mörderkiller. Pass mal auf. Wenn's losgeht. Dauert ein bisschen, aber... Da. Absoluter Held, oder? Ja, 32 Kämpfe, 0 Niederlagen, nix, Alter. Ich bin da die ultimative Kampfmaschine. Sollen wir da... Habe ich vielleicht einen Kampf verfügbar schon? Nein, geil, nein, da war noch nichts, oder? Muss ich erst raussuchen. Da. Max Andrews. Ja, das muss gut sein. Ich bin Titelverteidiger im Schwergewicht. Schon dreimal einen Titel verteidigt. Halbschwergewicht war ich auch Titelverteidiger. Dann bin ich hochgestiegen auf Schwergewicht, weil ich einfach zu brutal bin. Die Leute waren glücklich darüber, weil die sowieso keine Chance gegen mich hatten. Aber jetzt echt nicht. Kampfchronik hier. Was sieht man denn da genau? Da. Zeit, was haben wir denn da? 41 Sekunden. Runde 2, was war da? Runde 1 Zeit. K.O., 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 K.O. K.O., K.O. Entscheidung. Ja genau, es war nur eine Entscheidung, soweit ich weiß. Sonst habe ich alle K.O. gekriegt. Nur bei einem, der war auch so auf Clinch unterwegs, auf Submission und. Da gab es nur eine Entscheidung. Aber sonst habe ich die alle weggerotzt. 38 Sekunden. Gibt es nicht 20 Sekunden? Habe ich nicht einmal richtig schnell? 20 Sekunden. Das war in der 20. Sekunde. In der ersten Runde, in der 20. Sekunde habe ich ihn genockt. 1:04, okay, das war scheiße. Ja gut, okay, ist jetzt nicht so prickelnd. 20 Sekunden war meine schnellste Runde. 20 Sekunden, ich glaube, das waren 2 Schläge, der war genockt. Oder? Das ist einfach Halbschwergewicht, weil ich einfach das ultimative Kind bin. Das ist einfach so. Einfach der Beste.
Beste hier. Ja gut, YouTube, aber dann wird es das gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht es gut, haut rein und immer brav sein. Tschüssi.